In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Elemente in Drawbot auf eine Fläche bringst, so dass ein Raster entsteht. Als Beispiel hier Kreise, immer ein schwarzer und ein weißer, die übereinander gezeichnet werden und sie sind immer in einem bestimmten Bereich, in einem gedachten Quadrat eingemittet und so entsteht eine sehr rigide Anordnung. Jedes Mal, wenn das neu ausgeführt wird, entstehen neue Konfigurationen, aber es ist immer alles sehr ordentlich in einem Raster eingepasst. Ein zweites Beispiel, ein Raster, der diagonale Linien enthält. Jede Zelle enthält eine von links unten nach rechts oben oder von oben links nach unten rechts. Nach Zufallsprinzip, jedes Mal, wenn das ausgeführt wird, entsteht eine neue Labyrinthstruktur. Und es gibt hier noch Zufallswerte, die dafür sorgen, dass das alles ein bisschen schief steht, dass nie eine Linie gleichmäßig gezeichnet wird. Aber es ist immer entweder diagonal in die eine Richtung oder diagonal in die andere Richtung. Und als letztes Beispiel hier Pfade aus 23 zufälligen Punkten, die entweder senkrecht oder waagerecht verbunden sind, außer die Linie, die am Schluss die Form schließt, und auch die sind in einem sehr strengen Raster eingemietet. Also jetzt die Frage, wie kommen wir zu so einem Raster? Ich gehe aus von einer Seite, einer Fläche, die 100x100 Einheiten misst, und ich möchte dort Kreise, ich nehme Kreise, nicht Rechtecke, damit wir besser sehen, wie sie nebeneinander stehen. Rechtecke sind zu dicht. Das ist nachher einfach alles schwarz. Und bei Kreisen siehst du das besser. Ich nehme Kreise und hier ist die Frage, welche Größe. Ich möchte einmal mit 4x4 beginnen, dass es 4 Zeilen a 4 Spalten gibt. 4 Zeilen mit jeweils 4 Kreisen drin. Und da muss ich die Breite und die Höhe durch 4 teilen. Das gibt 25. Also das ist die Grundeinheit, die Rasterzelle gefüllt mit einem Kreis. Und jetzt überlege ich mir, wie bringe ich 4 Kreise nebeneinander. Okay, ich könnte jetzt hier einen zweiten Kreis, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Raster füllen muss, und vielleicht sind es ja nicht 16 Elemente im Raster, vielleicht sind es 1000, dann können wir gleich wieder aufhören damit und uns überlegen, wie machen wir das mit einem Loop. Vielleicht erinnerst du dich, der Loop beginnt mit for, und dann kommt die sogenannte Iterationsvariable, ich nenne sie mal foo. Wenn ich nicht weiß, wie eine Variable heißen soll, dann nenne ich sie foo. Das ist nicht auf einem Mist gewachsen, das ist so eine Art Standard. Das ist ein Begriff, der sicher nicht durch die Programmiersprache besetzt ist. Also keine Gefahr, foo bar buts. Und später lässt sich das einfach suchen und ersetzen. Foo in, und jetzt Range, wie viele wollen wir? Wir wollen 4. Range 4 gibt eine Liste von 0 bis 4. Und immer nach dem Doppelpunkt einrücken. Jetzt zeichnen wir 4 Kreise. Aber wohin? Immer auf 0, 0. Ich muss irgendwie versuchen, diese Werte zu erhöhen. Und diese Werte muss ich aus dieser Funktion herausziehen, heraus abstrahieren. Zuerst nehme ich den Durchmesser, den nenne ich Dia für Diameter, und als Wert weise ich 25 zu, und das setze ich hier in Nein. Das ist die Dimension des Kreises, und jetzt ist die Frage, wie ändere ich diese Position auf der X-Achse. Wie schiebe ich diesen Kreis immer weiter rein? Also ich kann mir vorstellen, ich habe ein Blatt Papier und mit der Hand zeichne ich einen Kreis, und wenn ich die Hand nicht verschiebe und noch einmal einen Kreis zeichne, dann ist er über dem ersten Kreis, den ich gezeichnet habe. Also ich muss meine Hand nach rechts bewegen. Und das heißt, beim zweiten Mal, wenn dieser Block hier, oder diese Zeile 6, das zweite Mal ausgeführt wird, dann muss dieser Wert, der hier 0 ist, der muss erhöht werden.
und dann beim dritten Mal wieder erhöht und dann wieder. Und jetzt kannst du kurz nachdenken, was sind diese Positionsdaten für die einzelnen Kreise? Welche Werte brauche ich da? Du kannst schnell Pause drücken und nachdenken. Das erste Mal, wenn der Kreis gezeichnet wird, muss er bei 0 gezeichnet werden, das zweite Mal bei 25 und beim dritten Mal bei 50. Und beim vierten Kreis muss der Wert 75 betragen. Warum 0, 25, 50, 75? Du kannst gerne noch einmal pausieren und darüber nachdenken. Der Grund ist, dass ich immer um die Breite des Kreises einrücken muss. Und die Breite, das ist dieser Wert, den ich hier an die Variable dia zugewiesen habe, 25. Und auch diesen Wert möchte ich hier in eine Variable schreiben. Pos x gleich 0. Aber beim zweiten Mal darf es ja schon nicht mehr 0 sein. Beim dritten Mal muss es 50 sein. Wie komme ich jetzt auf 0, 25, 50 und 75 hier drin? Auch hier kannst du kurz nachdenken, ob es ein Element gibt in diesem Programm, neben dem Durchmesser des Kreises, den ich bereits kenne, der uns zu diesen Werten 0, 25, 50 und 75 verhilft. Ein Tipp: Du kannst die Iterationsvariable foo verwenden. Wenn ich mit der Print-Funktion foo hier unten reinschreibe, sehe ich, dass es beim ersten Mal 0 ist, dann 1, 2, 3. Das ist so, weil die Liste, die durch Range geschaffen wird, die enthält diese vier Zahlen und bei jeder Iteration, bei jeder Wiederholung erhält foo den nächsten Wert in der Liste. 0, 1, 2, 3. Ich kann diese Iterationsvariable hier brauchen, um diese x-Position auszurechnen. Und dann multipliziere ich es mit dem Durchmesser. Das erste Mal wird pos x 0 mal 25 sein. Das zweite Mal 1 mal 25, das dritte Mal 2 mal 25 und das vierte Mal 3 mal 25. Also diese Zahlen hier von 0 bis 3 werden als Faktor verwendet, der mit der Abmessung des Kreises multipliziert wird. 0 mal 25 gibt 0, 1 mal 25 gibt 25, 2 mal 25 gibt 50, 3 mal 25 gibt 75. Das ist perfekt. Und so füllt sich die Zeile. Wenn ich den Wert hier oben ändere, kriege ich schmalere Kreise, aber dadurch, dass ich hier unten immer mit ganzen Zahlen von 0 bis so weit, wie es hier reicht, mit diesem Durchmesser multipliziere, kriege ich immer Werte, die genau dem entsprechen, was ich hier einrücken muss auf der x-Achse. Und vielleicht kann ich jetzt foo umbenennen und sage x-Factor zum Beispiel. Der Faktor, mit dem ich herausfinde, wie ich auf der x-Achse einrücken muss. Ich gebe hier wieder auf 25 hoch. Und jetzt müssen wir das Gleiche machen, um mehrere Zeilen zu kriegen. Wir haben jetzt mehrere Kreise in x-Richtung und jetzt wollen wir mehrere solche Zeilen in y-Richtung. Auch jetzt kannst du kurz nachdenken und pausieren. Und die Lösung für dieses Problem ist ein zweiter Loop. Und da nehmen wir konsistenzhalber die Iterationsvariable y-Factor. Und die Range ist hier gleich groß, 4. Und nach dem Doppelpunkt müssen wir einrücken. Pardon, falscher Knopf. So. Alles, was eingerückt ist, wird Bestandteil des Blocks, der hier wiederholt wird durch diese Schleife. Also wir haben eine erste Schleife
Und hier müssen wir einen Wert, im Grunde genommen können wir diese Zeile copy-pasten, den nennen wir y, Position y ist y-Factor, und y-Factor, das ist das hier da oben, mal die Ausdehnung, also am Anfang 0 mal 25, in der zweiten Iteration 1 mal 25, in der dritten 2 mal 25 und in der letzten, im letzten Durchgang 3 mal 25, 75. Und diese Y-Position verwenden wir in der Oralfunktion, um den Kreis zu zeichnen. Und so wird dieser innere Loop, wenn der durchgeführt wird, wird am Anfang der Wert für Pos Y 0 sein. Und dann werden vier Kreise gezeichnet mit diesem inneren Loop. Und dann geht es wieder raus in den äußeren Loop. Und Position Y wird 1 mal 25. Position Y ist 25. Und dann wieder der innere Loop. Und es werden vier Kreise gezeichnet. Wobei Pos X wieder von 0 bis 75 geht, in 25er Schritten. Und dann wird wieder, gehen wir wieder in den äußeren Loop und Position Y wird 2 mal 25, 50 und dann wieder der innere Loop und vier Kreise werden gezeichnet. Und so kriegen wir diese Anordnung. Also diese zwei Loops hier führen zu Werten für Pos Y von 25 bis 75. Und für Pos X ebenfalls von 0 bis 75. Wobei immer, wenn Pos X von 0 bis 75 hochgezählt wird, ist Pos Y entweder 25 oder zuerst 0, dann 25. Also immer für diese vier Schritte hier ist Pos Y konstant. Und das Schöne an diesem Grundmuster ist, dass du das beliebig skalieren kannst. Also skalieren heißt, die Größe der Fläche, die Größe des Durchmessers ist egal. Wenn ich das ausführe, jetzt ist der Raster ganz klein, weil die Fläche sich stark vergrößert hat. Ich könnte hier einen größeren Wert nehmen, zum Beispiel 30. Oder vielleicht noch etwas mehr, 50. Und ich kann hier die Anzahl der Zeilen variieren, 12 Zeilen, oder die Anzahl der Kreise pro Zeile, vielleicht auf 20, und kann so beliebig große Raster machen. Ich kann mir auch überlegen, wie groß das sein muss, damit ich mit 10 mal 10 Rasterfeldern arbeiten kann. Das ist dann beliebig. Du kannst auch eine bestimmte Anzahl festlegen und dann im Zusammenhang mit der Breite und der Höhe einer Seite ausrechnen, wie breit etwas sein muss, damit die Seite genau gefüllt wird. Du kannst diesen Wert für die Ausdehnung der einzelnen Rasterzellen kannst du beliebig herleiten, aus der Breite, der Höhe des Papiers oder aus der Dimension, wie ich es hier gemacht habe, des einzelnen Elements. Und ab dieser Zeile hier kannst du beliebig in den Raster hineinzeichnen. Es muss ja nicht unbedingt ein Kreis oder ein Rechteck sein. Es können ganz verschiedene Dinge sein. Es können mehrere Dinge sein. Und da bist du völlig frei. Du weißt, dass Pos X und Pos Y, das ist immer unten links in der Zelle. Und Pos X und Pos Y plus jeweils die Ausdehnung, das ist oben rechts in der Zeile. Und in diesen Limiten drin, kannst du beliebig Dinge platzieren, dass wir in diese Zelle hineinkommen.
Ein Beispiel, wenn ich einen eingemieteten Kreis möchte, könnte ich sagen, ich will einen Durchmesser, der eine zufällige Zahl mal die Breite oder die Höhe der Rasterzelle ist. Und dann schreibe ich hier D. Jetzt sind die Kreise immer unten links angeschlagen im Raster. Das heißt, ich muss sie ein bisschen einrücken. Und zwar, also die X-Position wäre Position, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Du kannst es dann nachher pausieren und darüber nachdenken oder selber versuchen nachzuvollziehen. Du kannst auch mal einen Kreis einfach in ein Rechteck platzieren, einen einzelnen, und versuchen, den einzumitten. Dann ist es einfacher nachvollziehbar. Das muss sein. Plus das, was übrig bleibt, wenn ich diesen Durchmesser von der gesamten Dimension abziehe und durch zwei teile. Bin ich ganz sicher, ich probiere es aus. Das gleiche für Y. Und natürlich muss ich hier dann den Kreis auch an die entsprechende Stelle zeichnen. Jetzt habe ich Kreise, die in diesem Raster eingemietet sind. Also dieser Teil hier oben, das ist das Grundmuster, was du brauchst, um den Raster herzustellen. Alles, was nachher kommt, das ist beliebig. Das ist dann der Teil, wo du in dieser Anordnung etwas platzierst. Jetzt muss ich aufhören, weil die Kinder gleich nach Hause kommen. Jetzt bist du dran.